Hey ho und herzlich willkommen zu Helferlein spielt Mega Man. Teil 4, Part, ich habe gar keine Ahnung. Wir befinden uns in der Festung von Dr. Wily. Es war nämlich nicht Dr. Cossack, der in Wirklichkeit hier, also ich meine, der hat trotzdem die halbe Welt umgebracht, aber der war machtlos, weil Dr. Wily seine Tochter, ich habe den Namen vergessen schon wieder, entführt hatte und deswegen hat Dr. Cossack mal eben ja, in seinem Namen dann die Welt terrorisiert. Ist aber schön, wie einfach das anscheinend ist, mal eben 1000 Killerroboter zu bauen. Und die Welt ins Chaos zu stürzen. So, wie komme ich jetzt lebend runter? Alles so gewollt. Und jetzt gucken, ob der auch aufnimmt. Ja. Ja. Mal weg. Da nehmen wir mal den Jet. Ja, Eddie, du musst schon hier. Ich wollte gerade sagen, deinen Arsch bewegen, aber du hast gar keinen. Möchte ich hier lang? Ja. Ich glaube, es hat jetzt keinen verblüfft, dass in Wirklichkeit Dr. Wily ist, der hier die Fäden gezogen hat, heißt das? Fäden gespannt, Fäden gezogen, der Hand hatte, der in Wirklichkeit hinter einem gesteckt hat. Ja! Ohne jetzt zu groß zu spoilern, das wird jetzt nicht nur in diesem Spiel so gewesen sein. Aber bitte wieder vergessen, wenn wir den nächsten Part anfangen, damit es auch spannend bleibt. Komme ich echt nicht ohne Item hoch, ne? Ja. Macht jetzt nicht nur einen großen Unterschied, wo wir jetzt lang gegangen sind. Ja. Optimus. Ich weiß, der Rasenmäher sieht nicht wirklich aus wie Optimus Prime und der hier auch nicht. Wer in den letzten Parts aufgepasst hat, ich habe meinen Rasenmäher-Roboter so genannt. Weil es ein geiler Badass-Name ist. Wobei ich jetzt... von der Form her sieht der mehr aus wie der Comic Bumblebee, der ja früher noch so ein schöner VW Käfer gewesen ist, vor den Michael Bay Neuverfilmung, wie auch immer, Neuinterpretierung. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, guckt euch Transformers, den Film aus den 80ern an. Der ist einfach nur arschgeil, aber bitte nicht die deutsche Synchro, die ist echt nicht gut. War der aufregend? Der war bestimmt aufregend. Ihr werdet nie so viel... Schau mal einmal. Das wär's gewesen. Ihr werdet nie so viel rosa Explosionen sehen wie in diesem Film. Was soll das denn? Wir bauen einen Roboter und der bewirft Mega Man mit Bällen. Boah, geil!
Ist doch nicht. Kann ich den echt nicht aufgeladen erwischen? Wie bedrohlich der da steht. Komm jetzt. Epilepsiewarnung. Jetzt komme ich auch hoch. Ich weiß gar nicht, wie viele Stages hier die Wily-Festung hat. Am Ende kommen ja halt die... Okay, das waren jetzt schon wieder zwei. Da kommen jetzt wahrscheinlich auch mal die Endbosse. Sieht sehr danach aus. Juhu! Gott im. Mega Man ist, wie gesagt, schlecht für den Blutdruck. Schön, dass es jetzt hier wieder Energie gibt, aber das hätte man auch komplett weglassen können. Ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwas dafür noch am Boss braucht, aber. Schauen wir mal. Es fängt mit dem Transporter an, also kommen wir jetzt auch durch die 8 nochmal. Energie haben wir, Leben mäßig, aber sollten wir alles chillig hinbekommen. Chillig heißt, ich schreie ein bisschen hier und da, aber ich wusste aber auch nicht, dass die Schüsse sich auflösen beim Pause drücken. Guck, der liegt auch aus, da ist ja keine Erde. Ich denk mal doch. Lass mir in Ruhe, du Otto! Echt viel Energie immer. Ich meine, wie der Speedrunner hier hinkriegen, ich habe keine Ahnung. Frischkiss. Hier kann man normalerweise, wenn man nicht ganz viel Pech damit hat, gut Energie einsammeln. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Das war jetzt aber sowas von eng. Das. Windows möchte ein neues. Irgendwas runterladen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Mir ist jetzt mitten auf dem Bildschirm geplöppt. Ich hoffe, den Ton hat man auch nicht gehört. Danke, Windows. Du hast ja heute nur 1,5 Stunden Downloads gezogen für irgendwelche Updates. Bedrohlich, der mal dasteht.
Ich bin ein Totenschädel. Ach, Kacke. Komm. Wir haben 9. Haben wir schon. Will ich nicht. Da wieder Schädel. Bei dem verliere ich aber sowieso jede Menge Energie. Da wäre das eng geworden. Hier fehlen eigentlich nur noch die Zack an der Decke. Oh, das ging. So, den haben wir vorhin mit Normal gemacht. Den können wir jetzt mit Drillman machen. Damit man die Waffe ja auch mal in Aktion sieht. Easy. Ein Stückchen Kuchen. Ringman haben wir aufgeladen. Durch gegen den Staubsauger an, dann kriege ich den auch nicht kaputt. Echt? Letztes Leben. Oh, wenn man den berührt, verliert man aber ordentlich Energie. So, wer hat aufgepasst, wer der Letzte ist? Energie ist voll, also ist es Pharao Man. Diesmal ohne... Da haben wir jetzt schon ein Problem, weil das Level vor wie eine Treppe aufgebaut war, konnten wir ihn deutlich leichter abschießen. Jetzt müssen wir ein bisschen hopsen. Sieht aber gut aus. Pah, bräunig. Ich kann mich nicht an die Wily-Maschine erinnern. Aber es ist sowieso mal Ring in diesem. Echt nicht? Doch! Das ist ja Wily drin. Jetzt verliert er nichts. Jo. So, und dafür sammle ich mir die Energietanks, weil ich verballer die immer alle bei dem doofen allerletzten Dr. Wily. Weil es gibt einfach zwischendurch keine Möglichkeit, Energie aufzutanken.
Oh. Kommt der jetzt direkt? Der haut ab. Gut. Der letzte Endboss in Mega Mans ist ja immer der Wily in dieser runden Kapsel, wie der hier und da aufblöckt. Und da braucht man meistens die Waffe, die in alle Richtungen schießen kann. Das ist jetzt hier Pharao Man. Zieh mal durch, ne? In dem Part. Ja, jetzt ist das ganz machbar. Nein, keine Waffen. Ich hätte gerne einen Waffentank. Nee, ne? Oh. In diesem Teil gibt es noch keine Waffentanks. Deswegen dürfen wir jetzt eine Runde farmen. Und der Part wird etwas länger als ursprünglich gedacht. Leider ist die Musik jetzt für ein letztes Level ein bisschen unepisch. Ja, und was macht ihr heute noch Schönes? Lecker Pizza essen gehen. Lest ein Buch. Unterhaltet euch mit euren Freunden und der Familie. Geht mal wieder eine Runde schwimmen. Euch den Rücken rasieren. Bisschen waschen, duschen, Zähne putzen. Fingernägel schneiden. Buchlesen hatten wir schon, ne? So, haben wir. Ist das der? Ja. Jetzt läuft gut. Wir gehen auf Nummer sicher. Ich möchte nicht nochmal die ganzen Dinger einsammeln. Komm her. Wuhu! Oh, Mega Man, ich ergebe mich. Hier, ich battle neben dieser überhaupt nicht merkwürdig aussehenden Metallwand. Es ist eine Drehtür. Oh, die Kapsel qualmt. Ja. Kein Pengum. Sehr schön übrigens, dass anscheinend ein Zug zu dem zu der Festung führt. Warum haben wir uns denn teleportiert? Können wir mit dem Zug fahren? Ich nehme alles zurück. Wir fahren damit wieder zurück. Ja, das war der vierte Teil von Mega Man. Enough King, ne? Kenji? Inafune, der Erfinder von Mega Man. Leider nicht mehr bei Capcom. Ich glaube, habe ich im letzten Part schon erzählt. Wie hat euch Teil 4 gefallen anzugucken? Wenn die Leute von Mega Man sprechen, auf dem NES sprechen sie immer nur von Teil 2 oder 3. Ich persönlich mag Teil 4 sehr. Ich habe mal hier und da ein paar Schrecken gekriegt, aber der Teil ist deutlich angenehmer, leichter auf jeden Fall programmiert. Ich glaube, groß geflucht habe ich nicht, wieder an 2-3 Stellen mal sehr doof in Abgrund gefallen, habe ich mir blöd angestellt, aber ansonsten war das schon chilliger. Ja.
Mal gucken, wann Teil 5 dann aufgegriffen wird. Wie gesagt, den fand ich persönlich laut Erinnerung am einfachsten. Nicht so gut wie die Vorgänger, aber ich kann ja gucken, ich kann mich ja auch irren. Ah, schön mit Grün. Mega Man macht Urlaub in Österreich. Die beiden sind schon da. So, und jetzt die geile Musik. Yeah. Da, 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 da. Nummer 25. Immer mit den Erfinder- oder Designernamen dahinter. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich Wettbewerbe gab zu denen. Ich habe da mal hier und da was aufgeschnappt, aber ob das stimmt und was die sich da dran halten, keine Ahnung. Wird allerdings erklären, warum die später ziemlich einfallslos und blöd geworden sind. Ich meine, wir haben später noch einen, ich glaube, Swordman und ein, weiß ich nicht, die haben dann irgendwie noch einen Speer oder ein Schwert, der hätte sie einen Ring. Der eine war ein Pharao. War am Anfang halt noch einfacher. Einfach mal jedes Element einmal rausklöppeln und du hast genug Abwechslung. Und jetzt hast du Staub, Ring, ein U-Boot, wobei der geht noch. Einen Schädel. Jo, lasst uns ein Bösewicht bauen, der sieht aus wie Mega Man, nur als Knochengerüst. Und er hat einen Schädel und die bauen ein Schutzschild. Man könnte meinen, bei Mega Man wären vielleicht hier unter so ein paar Drogen im Spiel gewesen beim Design, aber... Aber abgefahren, wie lang hier die Liste mit dem Cast ist zu NES-Zeiten, ist das schon ziemlich viel, meine ich. Hi, Eddie. Capcom. Ich glaube, Eddie hieß im Deutschen gar nicht Eddie. Rush hieß ja Flitz in der Anleitung und Eddie hieß, ich weiß es nicht, Utensilo. Ich freue mich, wenn da einer es wissen sollte, der kann es gerne in die Kommentare knallen. Ich kann es auch googeln, aber bis ich dann wieder da dran bin, habe ich es wieder vergessen. Auf jeden Fall, ja, das war Mega Man 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin wieder in Stimmung, um den fünften Teil zu machen, aber ich muss gucken, wann ich die Freizeit habe und ob dann auch bis zu dem Zeitpunkt Windows nicht unbedingt wieder so ein zweistündiges Update erst ziehen muss. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Guckt euch, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, auch die alten Sachen an oder Sachen von Chibi selbst. Ich mache ja jetzt nur die Vertretung in ihrem Krankenschein, damit sie ein bisschen was auf Vorrat hat. Und auch hier dürft ihr gerne ein Flügelchen nach oben geben oder eine Tatze nach oben. Kommentare sind immer gern gesehen oder natürlich ein Abo im Idealfall. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Let's Play.